Und hallo und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Der Bürgermeister wollte noch was erzählen. Das schauen wir uns jetzt mal gerade an in der neuen Episode. Ja, Toddy hat sich im Bau befindliche Lage. Lagerhalle beim Hafen niedergebrannt. Siehste, ich wusste doch, irgendwo fehlt ein Wort. Er hat es getan, um sein Argument vorzubringen. War sein Argument berechtigt? Ja, natürlich war es das. Hätte er seine Meinung so ausdrücken sollen, wie er es getan hat? Nun, wir sind eine sehr enge Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, die auf Gesetz und Ordnung beruht. Eine Gesellschaft, die besser ist als die, die im dunklen Zeitalter existiert haben. Zumindest möchte ich das gern glauben. Wenn es in unserer Gemeinschaft zu Meinungsverschiedenheiten kommt, dann sollten wir sie klären, darüber reden, Kompromisse finden. Das ist die Art von Gemeinschaft, die Portia meiner Meinung nach sein sollte. Wir alle kennen Toddy. Er arbeitet hart und lebt friedlich am Meer, aber was er getan hat, war falsch. So etwas sollten wir hier in Portia nicht tun. Er wird gesetzesgemäß bestraft. Das ist wirklich schade. Er ist ein guter Kerl. Allerdings hätte er nicht tun sollen, was er getan hat. Wenigstens ist niemand verletzt worden. Da er seine Tat bedauert und da niemand bei diesem Zwischenfall verletzt wurde, werde ich nachsichtig sein. Ihr habt mich als euren Bürgermeister ausgewählt, damit ich solche schweren Entscheidungen treffe. Ich werde davor nicht zurückschrecken. Nun, da wir das Öffentliche geklärt haben, sollten wir über die Gründe für Toddys Impulsivität reden. Der Ausbau unseres Hafens wird ganz sicher zu Umweltbelastungen in der Nähe führen. Dafür kein Weg dran vorbei. Die Schiffe, die hier entlang fahren, werden für Verschmutzung sorgen. Damit hat er vollkommen recht. Als ich die Entscheidung getroffen habe, zusammen mit Herrn Musa an diesem Projekt zu arbeiten, dachte ich, dass die Vorzüge des Vorhabens seine Nachteile überwiegen. Dieser Meinung bin ich auch heute noch. Der Hafen wird unseren Bürgern echte Vorteile bringen, dafür eine Idee. Mehr Waren, mehr Einkommen, eine bessere Lebensqualität. Deshalb denke ich immer noch, dass wir das Projekt zu Ende bringen sollten. Ich stimme zu. Ich stehe da voll hinter. Aber was ist mit der Umwelt? Eine gute Frage. Was die Umwelt angeht, plane ich, ein Naturschutzgebiet auf der Sternenlichtinsel und den umliegenden Gewässern zu errichten, nachdem der Hafen fertiggestellt ist. Wir sollten nach einer Balance zwischen dem Schützen und dem Nutzen der Welt streben. Pfarrer Lee wird uns sagen, dass uns eine Katastrophe droht, wenn wir das nicht tun. Sieht irgendjemand das anders? Ein Gleichgewicht ist wichtig. Das war eine überzeugende Rede. Ich schätze, dass wir dann wohl durch sind. Das war eine lange Versammlung. Ach, sei still. Alles klar, dann machen wir wie geplant weiter. Bitte kommt und sprecht mit mir, falls ihr Fragen über das Sternenlichtinsel-Schutzgebiet habt. Das wäre für die heutige Versammlung alles. Gute Nacht zusammen. Hey Emily. Ich habe ab und zu mal Fisch bei Toddy gekauft. Hätte nie gedacht, dass er zu so etwas fähig ist. Chiara, ich habe endlich die Kürbisprinzessin gepflanzt und sie wächst prächtig. Kürbisprinzessin? So ist es. Hast du vergessen? Es ist der Kürbissamen, den wir vom mysteriösen Händler erhalten haben. Oh, das ist großartig. Kann ich irgendwie helfen? Oh, das werde ich mir anschauen, wenn ich Zeit habe. Kann ich irgendwie helfen? Oh, du bist ja süß. So süß. Ich denke, ich kann das alleine. Oh, es ist nur so, dass ich sie gerne mit dir zusammen großziehen möchte. Oh. Wenn das der Fall ist, hi, lass uns das zusammen machen. Kannst du dich... bitte um das Düngen kümmern. Oh nein. Ich soll düngen? Komm, Emily, ich kann dich noch mitnehmen. Unterhalten? Sonia freut sich schon so auf die Sternenlichtinsel. Ich glaube, sie will dort mal ordentlich Sonne tanken. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die hat auch einen tollen Tag, was zu geben. Kann ich dich nicht mitnehmen? Ich kann dich nicht mitnehmen. Na gut, mach's gut, Emily. Düngen. Okay, da muss ich jetzt auch noch... Oh Mann. Da darf ich aber nicht, das nicht verhauen. Wo ist denn das? Hier in dem Haus. Okay. Muss ich die jetzt jeden Tag düngen? Hätte ich mal nichts gesagt, wa? Dünger verwenden. Ich habe nicht genug Gegenstände dabei. Ich muss wieder zurück und Dünger holen. Nein! Hi, Gail. Gast. Gail, Gast? Nein, Gast. Wieso komme ich jetzt auf Gail? Ich weiß gar nicht, wieso. Ich muss Dünger haben. Dünger, Dünger, Dünger. So, jetzt muss ich hier echt einen Riesenkürbis großziehen. Und nochmal zurücklaufen. Bleibst du erstmal hier, ne? Ich komme gleich wieder.
kriegst du eine Kuscheleinheit und dann geht's auch schon ins Bett. Ist schwer, 22 Uhr, meine Güte, die Zeit rennt schon wieder davon. Wieder nichts geschafft hier. Düngen. Die Kürbisprinzessin, einmal düngen. Kriegen wir hin. Sophie's Ranch. Dünger anwenden. Okay, Dünger angewendet. Die Kürbisprinzessin Emily zeigen. Wo ist denn Emily? Emily ist bestimmt gerade noch, wo ist Emily denn? Na nö. Ach, da ist Emily. Hey Emily. Vielen Dank, die Prinzessin sagt mir, ich soll Hihi sagen. Okay, mach's gut. Okay, interessant, interessant. Es gibt auch so kleine Quests jetzt. Interessant, interessant. So, jetzt kriegst du nochmal eine Kuscheleinheit hier, eine Knuddeleinheit. Die hast du dir auch verdient. Ja, Spira, ne? Ja. Du bist immer krasser, muss ich zugeben. Du bist immer so aus hier, das finde ich super. Bleibst du jetzt hier stehen? Du bleibst jetzt hier tatsächlich stehen, das finde ich cool. Wie sieht das mit deinem Essen aus? Weizen ist fast alle, Äpfel und Dingens kannst du essen. Okay, das ist ganz gut. Das lasse ich mal laufen, das müsste morgen hinhauen. Achso, den Dünger kann ich erstmal wegpacken, den will ich jetzt nicht in der Hosentasche haben. So, den packen wir zurück. Warum haben die das leiser gemacht? Das ist nicht mehr so laut. Viel angenehmer. Warte mal, das kommt, jetzt muss ich erstmal gucken, dahin. Viel, viel angenehmer, ist nicht mehr so extrem laut jetzt hier die ganze Geschichte, ne? Wo war denn das? Hier hinten? Ja, ne? So, so und so. Und dann packe ich mal das Bett hier beim Möbel irgendwo rein. Möbel und Sachen. Da kommt das Bett rein. Das war mein einfaches Bett. Ich dachte, das sieht immer aus wie ein Doppelbett, aber es ist ein einfaches Bett. Okay. Ich denke immer, Mensch, ich habe doch ein Doppelbett, aber ja. So, jetzt aber ab ins Bettchen hier. Ins neue Bettchen. Ha. Viel kuscheliger. Sieht sehr gut aus. So. Okay. Oh, eine Errungenschaft, sicherer Hafen, okay. Den Radar verbauen, muss ich noch, ja, dann arbeite ich noch dran. Toddy war das. Hatte ich Toddy verdächtigt? Nein, ich glaube nicht, oder? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, irgendwen hatte ich noch verdächtigt. Keine Ausrüstung ist geeignet, wie geeignet. Ich will doch eigentlich, so. Aluminiumplatten habe ich 8 Stück. Das ist fertiggestellt. Das reicht nicht. Aluminiumplatten arbeite ich noch dran. Okay. Ich brauche noch 2 Aluminiumplatten. Da ist Benzin immer noch aufgebraucht. Das kann ich noch mitnehmen. Das kann ich noch mitnehmen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bei Herstellung hier. Bretter habe ich. Nee, das ist das Falsche. Da, die Bretter brauche ich. Aluminiumplatten habe ich 10, 18. Das reicht nicht ganz. Ich brauche 20. Dammit. Die Lager habe ich. Was brauche ich denn zu den Lagern? Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Paddel kann ich auch schon bauen, siehst du? Dann bauen wir die. Bam. Boah, Carbonstahl habe ich 150. Das ist. Oh nein, ich habe die Aluminiumplatten verbraucht. Nein, ich habe nicht gesehen, dass. Okay. Die Paddel. Wo ist denn das Holz? Aluminiumplatten? Nein. Da war irgendwo das Holz. Ich habe es noch gesehen. Hier. Das Dach können wir drauf basteln. Okay. Machen wir 15. Ja, Aluminiumplatten habe ich jetzt natürlich. Ich stelle mal total verbraten. Das hängt eigentlich in der Luft nochmal, also müsste ich das Gestell machen. So, die Paddel sind dran. Sieht echt knuffig aus, muss ich zugeben, ne? Da kann man hinten nachher doch schon drauf stehen. Ja, jetzt brauchen wir noch mehr Aluminiumplatten. Ich habe es befürchtet. Ich kann hier noch 3 Stück machen. Wir brauchen aber mehr. Das heißt, ich muss das hier fertig machen. Kann ich das hier abbrechen? Nee, ich muss erst auftanken. Okay, das heißt, wir müssen. Spira, es geht los. Wir müssen hier los. Morgen, Ack. Heute ist Spielen angesagt, ne? Mit Django. Da muss ich mal gucken. 14 Uhr. Muss ich mich ein bisschen beeilen. Und zwar muss ich zu Mars hier hin. Was ist da? Ich nehme nochmal Energiesteine mit. Dankeschön. Und dann. Geht's nochmal ganz schnell hier, oder? Bleibst du mal kurz hier? Ich muss die Energiesteine gerade eintauschen. Morgen, Petra. So, und zwar hätte ich gerne davon 2. Siehst du, und schon habe ich sie eingetauscht. Dann kann ich doch hier
die Maschinen anschmeißt. Das ist ganz gut, dass man die hier doch kaufen kann. Ist zwar begrenzt, aber besser, als dass man gar keine hat. So, jetzt müssen wir noch einen Auftrag mitnehmen. Zack, zack, zack. Ich finde cool, dass wenn man auch Aufträge für andere macht, man dann in der Stadt auch ein höheres Ansehen genießt und dann tatsächlich bei den anderen Leuten auch Punkte sammelt. Das finde ich ganz gut gemacht. So, neuer Tag, neues Glück. Und wir haben, was haben wir denn hier? Eine verbesserte Fallenkiste, machen wir. Was wäre das hier gewesen? Wandlampen, okay. Und du hättest gebraucht drei Muschelhalsketten. Das wäre jetzt nicht so schwer gewesen, okay. Da lag noch irgendwas. Ich habe es jetzt nicht gesehen. Bei Antoine lag noch ein Buch. So, Spira, wir müssen los. Hi, Nora. So, Ak, du machst dich auch wieder auf Weg. Nee, du kommst gerade an, ne? So, nochmal eine Runde kuscheln bzw. streicheln. Und passende Ort für Interaktion. Okay, geht nicht, weil du da gerade im Dings stehst. Dann bleib mal hier. Ich lade jetzt mal, wo habe ich denn Energiekristall? Ah, ne, Energiekristalle müsst ihr ja direkt rausnehmen. Aufladen. Mach mal einen erstmal nur. Und wir fertigen Aluminiumplatten. Ja. Und zwar das hier. Aluminiumplatten brauche ich. So, dann kann Rohstoffe können erstmal weg. Da rein, da rein. Das sind Bretter. Das kommt hier zur Herstellung. Herstellung, Herstellung. Und die Energiesteine kommen zur Herstellung 2, ne? Ich glaube, da waren die, ja. Siehst du, dann haben wir das auch. Habe ich wieder Platz im Inventar. Ja, Aluminiumplatten wird eine Weile dauern. Das Gute ist, hier kann ich die direkt fertig machen. Da kommen nochmal 8 Stück bei rum. Da wird noch Aluminium hergestellt. Wie viel brauchte ich denn noch? 20 Platten, ne? Und ich habe, glaube ich, nur 8, ne? Kann ich jetzt hier nicht nachgucken, tatsächlich. Im Handbuch kann ich das nachgucken, ne? 8, ja, habe ich. Okay, das heißt, mir fehlen 12. Das müsste ich morgen hinkriegen. Und ich muss, was muss ich jetzt noch herstellen? Eine verbesserte Fallenkiste. Das kann ich doch hier machen, glaube ich, oder? Alte Teile fehlen mir. Nein, alte Teile fehlen mir. Die muss ich aus den Ruinen holen. Dammit. Okay, dann muss ich, was könnte ich denn noch an Ressourcen gebrauchen? Warte mal. Kupfer habe ich noch. Das kann ich ein bisschen auffüllen. Das kann da auch drauf. Was ist das hier? Zinnerz. Was können wir da drauf machen? Aluminium ist fast aus. Wow. Okay. Salpeter. Aluminium habe ich drüben aus der anderen Höhle gekriegt, ne? Magnesium ist auch bald alle. Ja gut, das kommt, weil ich jetzt zu viel Dinges mache. Dann tatsächlich, Spira, müssen wir nochmal losreiten. Da müssen wir drüben in die, Boah, hier ist so viel Kacke, die müsste ich eigentlich mitnehmen hier. Für Dünger, aber ich habe erst im Moment Dünger, ist egal. Warte mal, hier kann ich nochmal auf die Insel. Da drüben sind sie wieder. Respawn. Ich weiß nicht, ob die einen gewissen, eine gewisse Pause brauchen. Wo war der? Hier war einer, ne? Oder ob die hier random wachsen, die Kristalle. Das weiß ich nicht genau. Da kommen nämlich Energiekristalle bei rum. Sind hier auch noch welche? Jo, hier ist noch ein riesiger. Wow, den habe ich nicht gesehen. Krass. Also die sind hier auf der Insel verteilt. Okay, das ist gut zu wissen. Das gibt also normale Kristalle, okay. Ich frage mich, warum hier überall Harz liegt. Ist das normal im Winter hier? Ich bin mir nicht sicher. So, hier kann ich noch was mitnehmen. Okay. 2 Stunden Spiel. Ich habe keine Zeit zum Dings. Ich muss spielen gehen. Nein! Okay. Hier kommen noch Energiekristalle bei rum. Okay, Spira, wir müssen zurück. Wir müssen spielen. Django wartet schon. Na, dann gehen wir jetzt direkt spielen. Das finde ich ein bisschen komisch bei der Brücke. Muss ich zugeben, dass hier direkte Büsche sind, dass da kein Weg frei ist. Zentralplatz oben oder unten? Ich glaube, oben ist der Zentralplatz. Ne, jetzt bin ich, bin hier schon so lange und ich weiß es immer noch nicht. Die Fallenkiste wollte ich auch schon längst aufgebaut haben. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ist Django schon da? Ja, der wartet unten. Zentralplatz ist unten, okay. Der Peach, das Peach Plaza ist hier oben, siehst du. Django wartet hier schon, siehst du. Hey Django. Schade, dass Toddy so etwas tun musste, aber ich bewundere ihn dafür, dass er sich so für das eingesetzt hat, was er für richtig hielt. Dazu haben wir alle das Recht. Okay.
dann lass uns gleich spielen. Gibt es irgendeinen Ort, an den du gern würdest? Ja, und zwar... Warte mal, ich muss jetzt mal das Zeug aus meinem Inventar hier ein bisschen verschwinden lassen, so. Damit ich hier auch ohne den ganzen rumlaufen kann. Wir versuchen das mal mit dem Hüpfen. Das will ich jetzt mal hinkriegen. So, lass uns hier mal wippen. Lass hier mal probieren, wippen. Und... Das war schwierig, ne? Okay, das haut hin. Ich versuche mal, ich muss immer, glaube ich, beim zweiten Mal drücken, okay. Und zack. Passt. Oh, das war zu hoch. Okay. Das hat hingehauen. Und nochmal. Zack. Okay, ich musste nicht. Ich muss gar nicht drücken, der macht das automatisch. Okay, das war echt toll. Okay, dann lass uns noch eine Runde schaukeln. Das krieg ich hin. Da bin ich hier der Beste. Das kann ich mit Emily super. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.